Die Kisten im Büro sahen genauso aus wie die Kisten unten. Die meisten Kisten waren ungeöffnet, auf einigen von ihnen prangten noch Versanddaten. Ich scannte die Chips einiger willkürlich gewählter Kisten. Es waren Spendengüter. Nanettes Stiftung hatte sie Nanettes Gärten kostenlos überlassen. Den Liefertermin nachzuurteilen war dies gängige Praxis. Alle Kisten wurden von einem Mr. Lebsky entgegengenommen. Jemand anderes würde sich darum kümmern. Auf dem Schreibtisch stand ein uralter Computer. Warum sollte ich das tun? Hä? Wieso sollte ich denn PvP einschalten einfach? Ich fragte mich, was sich auf dem Computer verbarg. Ich fand nichts, nicht einmal ein Betriebssystem. Kit hatte alles gelöscht. Okay, also es passt jetzt nicht mit der Beschreibung überein. Ich sonst nichts kennen. Wird von nun an alles gut werden? Werden also nicht mehr ausgelacht? Können wir immer noch gemeinsam spielen? Werden sie uns hier fortschaffen? Das werden sie nicht, oder? Sir, was wird jetzt mit uns passieren? Wer wird sich jetzt um uns kümmern? Ihr werdet uns doch nicht allein lassen, oder? Nanette wird sich um euch kümmern. Erinnert ihr euch an sie? Es folgte ein wildes Durcheinander. Freudenschreie und Laute des Erstaunens waren zu vernehmen. Aber können wir zusammenbleiben hier? Können wir andere Spiele sehen und wird man uns nicht mehr ausloggen? Was, wenn sie uns trennen und uns am Spielen hindern? Kit sagte uns immer, was zu tun ist. Wer wird das jetzt tun? Die Stiftung will euch helfen. Ich bin sicher, ihr könnt zusammenbleiben, an einem besseren Ort. Und ihr werdet mehr Spaß haben. Spaß? Wir können einfach nur zum Spaß spielen? Und wir dürfen hin und wieder auch ein wenig Standardbeute für uns behalten? Ihr könnt die gesamte Beute behalten, in Harvest Time und auch in anderen Spielen. Das Gesicht des Jungen erhellte sich. Das ist so cool. Danke, Game Deck. Cool, allerdings. Das haben wir gut gemacht. Wir sollten warten, bis uns jemand hier ablöst. Dann müssen wir uns unterhalten. Wir feiern den Erfolg, analysieren die Fehler und besprechen, was als nächstes zu tun ist. Kriegsbesprechung bei dir, Boss. Punkt 8 Uhr. Okay. Ich finde es ganz gut, Ken im Team zu haben. Auch wenn er manchmal ein bisschen impulsiv ist. Das ist dann mein Gegenstück. Ach, das ist Bliss. Ich dachte gerade, wer steht denn jetzt da? Guten Abend, ihr beide. Willkommen zu Hause. Ihr seid zum perfekten Zeitpunkt gekommen und die Temperatur ist normal. Ken, das ist Bliss, meine Haus-KI. Die ist cool, Boss. Hallo, transparente Schönheit. Kensu, Godabets-Profi und einer der wenigen Spieler weltweit, die 15 Sekunden lang auf Schmerzstufe 19 spielen können. In den letzten zwei Saisons war er der effektivste Angreifer der Liga. Ken sah mich zufrieden an. Sie weiß alles über mich. Intellektuelle Persönlichkeit. Eine großartige Wahl, Boss. Möchtest du gerne etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Sicher, was gibt es denn? Ich würde beides haben. Ich denke, Ken ist eher der Biertyp. Bier? Ja, wir müssen unsere Nerven beruhigen nach dem, was in diesem Pilz unter Low City passiert ist. Aber konzentrieren wir uns auf unsere nächste Untersuchung. Und ich habe extra unsere gesagt, Boss. Hast du diese beiden komischen Mädels in TNP bemerkt, die Leute anquatschten? Die waren so seltsam, dass ich sie angesprochen habe. Stellte sich heraus, dass die Leute für eine Gilde in einem anderen Spiel rekrutierten. Diese Gilde glaubt an total abgefahrenes Zeug. Sie sind auch besessen von der Zahl 314. Ich glaube, es ist eine Sekte. Also, er sah mich an, als würde er auf meine Fragen warten.
Ja, wir wissen ja, dass es die Huhn- oder Honn-Gilde ist. Was hat es mit der Gilde und der Nummer 314 auf sich? Mir kommt das irgendwie entfernt bekannt vor? Zuerst dachte ich, es sei eine Anspielung auf die Zahl Pi, aber steckt mehr dahinter, Boss. Ich muss zugeben, es macht mir Angst. Weißt du, wenn ich diese Zahl sehe oder auch nur davon höre, passiert etwas. Lach mich bloß nicht aus. Nee, ich habe das ja selber auch erfahren. Das tue ich nicht. Du spürst etwas. Das ist eine Tatsache. Vielleicht ist es nur ein Gefühl. Vielleicht steckt mehr dahinter. Du denkst also auch, es lohnt sich, ein wenig herumzuschnüffeln? Ich glaube nämlich, Boss, dass da etwas Mystisches vor sich geht. Es ist, als ob jemand die Zahl 314 für mich persönlich hinterlassen hat. Als ob ich etwas Besonderes wäre. Merkwürdig, oder? Was, wenn die Gilde von meinem Interesse weiß und mein Hyperfon und meine Linsen umprogrammiert hat? Das ist eine Ermittlung wert. Was ist der Baum der Erkenntnis? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich will es herausfinden. Weißt du, mit Hilfe dieses verdammten Baumes wurde meine Karriere zerstört. Sie werden nie konkret, was den Baum betrifft. Es ist eine Art Artefakt und taucht nur ab und zu auf. Das ist dann eine große Sache für sie. Die behaupten, dass der Baum ihnen Wahrheit und Inspiration gibt und Signaldinge sendet. Aber vielleicht sind sie nur high. Irre, oder? Was weißt du über die Gilde? Sie nennt sich Honn-Gilde. Honn bedeutet anscheinend Buch. Das taucht auch in ihrem Wappen auf. Ein Buch vor einem Baum. Sie spielen MMOs, reden ständig über Meditation, Beobachtungen und ähnliches. Quatschen mehr darüber als über Kämpfe und ihr Territorium, so. Ich meine, du weißt ja, Boss, wenn sie kämpfen, kämpfen sie wirklich. Die wissen, wie man spielt. Als die Mädels merkten, dass ich Geld habe, nannten sie mich besonders und dass mein spiritueller Weg zur Gilde führt. Verdächtig, oder? Warum bist du überhaupt auf sie aufmerksam geworden? Während des Spiels, als ich meinen Rage Quit hatte, waren diese Trolle nicht das Einzige, was ich in diesem Riss sah. Da war ein Baum. Ich wusste nicht warum, aber als ich hörte, dass die Gilde einen Baum der Erkenntnis verehrt, dachte ich mir, das könnte eine Spur sein. Nach etwas Online-Recherche fand ich heraus, dass ihr heiliger Baum genauso aussieht wie der, den ich während des Spiels gesehen hatte. Das war meine Spur, Boss. Meine Spur, die Ficker zu finden, die meine Karriere ruiniert haben. Hat dich jemand mit dieser Ermittlung beauftragt? Nein, nicht wirklich. Ich arbeite alleine. Du weißt doch, dass Gamedex angeheuert werden, ihre Bezahlung mit dem Klienten vereinbaren und erst dann mit der Ermittlung beginnen, oder? Dann mache ich eben die zweite Ausnahme. Die erste ist Harvest Time. Ich will herausfinden, wer meine Karriere auf dem Gewissen hat. Jemand muss doch den Schuldigen finden. Bist du dabei, Boss? Klar. Also gut, das könnte für dich alleine zu schwierig sein. Super, wir werden wie ein guter Bats-Team sein, aber im Realium und in allen Spielen der Welt. Okay. Lass uns nicht mehr über diese Gilde reden, Ken. Wie ist es so, ein E-Sportler zu sein? Als guter Bats-Spieler, man muss ein wenig masochistisch veranlagt sein. Schmerz zu für 10 fühlt sich an wie eine OP ohne Narkose. Bei Stufe 15 bekommt man durch die Endorphine Halluzinationen. Ich kann Stufe 19 ab. Himmel und Hölle zugleich. Schwer zu beschreiben. Angeblich hält Peter Crash Kite sogar Stufe 20 aus. Meditation und etwas Zauberei. Ich mag es alles zu fühlen. Es macht mich scharf. Okay, Ken. Gut, dass wir das jetzt wissen. Oh nein, dann habe ich das eine Mal Ken in mein Schlafzimmer eingeladen. Du scheinst dich selbst gut zu kennen. Du bist ehrlich. Das ist beeindruckend. Man kann andere belügen, aber nicht sich selbst, Boss. Sag schon, gefällt dir meine Bliss? Nur zu, stell dir eine Frage. Was ist denn das jetzt für ein weird Flex? Gerne doch. Bliss, woraus besteht die Realität? Materie oder Informationen? Materie ist nichts als eine Illusion. Die Realität ist nur eine Emanation mathematischer Regeln. Teilchen sind Mathematik. Alles besteht aus Informationen. Ken hielt sich den Kopf, riss die Augen auf und tat, als ob sein Schädel explodierte. Sie ist brillant.
Hör mal, ich merke, dass du dich wirklich für die Arbeit eines Game Decks interessierst. Möchtest du mehr über diesen Job erfahren? Ken, hör zu. Dann sollte ich wohl auch zuhören. Der Beruf bringt keine Vergünstigungen wie Rente, Urlaub oder Krankengeld mit sich. Arbeit bedeutet Geld. Keine Arbeit bedeutet Hungern. Man ist quasi sowas wie ein Freelancer? Freiberufler? Klingt großartig. Nur weil du noch jung bist, aber versuch dich ruhig dran. Vergiss nur nicht, was ich dir gesagt habe, weil... Was himmlisch klingt, kann auch zur Hölle werden. Aber lieber einmal ausprobieren, anstatt sich ein Leben lang zu fragen, was wäre, wenn... Ja, so etwas in der Art. Du hast deinen ersten Fall gelöst. Du solltest stolz auf dich sein, Ken. Boss, es war der Wahnsinn. Ich fühle mich wie der König der Welt. Ich finde, wir sollten immer zusammenarbeiten. Ken beendete seinen Satz, bevor ich ihn unterbrechen konnte. Hä? Kein Problem, Boss. Darum sind wir ja ein Team. Gemeinsam sind wir noch genialer, als wir es alleine schon sind. Hab ich gerade irgendwas übersprungen? Ich weiß es manchmal nicht. Lass uns zusammen anstoßen. Achso, ich dachte, ihr habt euch schon das Bier genommen. Ich weiß nicht, ob ich nach all diesen Drinks noch mit dem Pneumobil fahren kann. Ach komm, du kannst bei mir übernachten, Kumpel. Wenn du möchtest, kannst du hier schlafen, Ken. Danke, ich hatte schon das Gefühl, dass du mir das anbieten würdest. Ich hatte gehofft, ich könnte die Nacht... Ja? Er hatte schon gehofft, ich könnte die Nacht damit verbringen, das ja, oder? Schon wieder. Ken beendete seinen Satz, bevor ich ihn unterbrechen konnte. Auf diesem komfortablen Sofa zu verbringen. Ich habe deine Gedanken gelesen, Ken. Soll ich die Gästeeinstellungen aktivieren? Okay, hier ist gerade irgendwas. Was ist hier gerade weird mit den Dialogen? Auf diesem komfortablen Sofa zu verbringen. Scheiße. Irgendwas ist kaputt. Oh mein Gott. Merkwürdigste Unterhaltung überhaupt. Aber ist nicht so schlimm. Hauptsache, das Spiel hängt sich nicht auf oder sowas. Solange ich weiterspielen kann, ist alles in Ordnung. Mit jedem neuen Tag kamen auch neue Herausforderungen. Ken wollte sich treffen und über seinen Fall sprechen. Den Ort und Zeitpunkt des Treffens hatten wir aber noch nicht entschieden. Ach so, ich dachte, er hat bei dir gepennt. Aber vielleicht ist das auch schon ein späterer Tag. Keine Antwort. Vielleicht wusste Bliss mehr. Okay, müssen wir doch Bliss fragen. Irgendwas Neues hier zu sehen. Ich musste über ein paar Dinge nachdenken. Ohne einen Drink in der Hand kann man nicht wirklich nachdenken. Zum Glück wusste der Servobot genau, was ich brauchte. Das Logo des Surferint war schon etwas verblasst, aber der Servobot wartete wie üblich geduldig auf Anweisungen. Im Kaffee. Das dunkle Gebräu der Götter. Ich konnte aus billigem synthetischem Ersatz und den teuren echten Bohnen auswählen. Kannte Marke. Lebensmittel- und Getränkehersteller belieferten mich regelmäßig mit guten Produkten für meinen Servobot. Ja, perfekt. Ich musste ihre Produkte nur ab und zu in meinen Social-Media-Beiträgen erwähnen. Du Influencer, du. Ich beschloss, über einige Dinge nachzudenken und mich dann an die Arbeit zu machen. Die Leute sprachen neuerdings über die Pygmalion-Technologie von Blue Whales Interactive. Eine KI auf dem Niveau der menschlichen Psyche. Der neueste Tratsch, ein Kerl namens Kensu, ein junger Star aus Gudabets, vermasselte sein letztes Spiel, The Black Angels, verloren. Okay, ja. Gudabets ist ein Spiel, in dem man echte Schmerzen verspürt, mit jedem Treffer intensiver. Es gibt keine klassischen Schadenspunkte. Plötzlich mitten im Spiel, als Ken auf dem Weg zur feindlichen Festung war, gab es eine Störung. Er ließ das Siegel fallen. Ken verlor die Fassung und lockte aus. Er kam nie wieder ins Spiel zurück. Rage Quit.
In einer folgenden Pressekonferenz sagte er, er wisse nicht, was in ihn gefahren sei. Die ganze Aktion kostete ihn seine Karriere. Was hatte diese heftige Reaktion verursacht? Konnten die in Gudaberts verursachten Schmerzen neuronale Störungen verursachen? So schade, dass er nie einen Gameback angeheuert hatte. Das hätte ein interessanter Fall für mich werden können. Ja, aber wir gehen dem Ganzen ja jetzt auf die Spur. Ich frage mich, ob sowas wie das jetzt eigentlich... ich hätte schon früher im Spiel lesen können oder so. Tausende Spiele, Millionen Spieler, eine Menge an Fällen für Game Decks und Hass, Gier und Betrug blühten besonders in Online-Welten. Zwei Themen gingen neuerdings besonders oft durch die Medien: digitale Liebe und die Frage, ob ein Online- oder Offline-Leben besser sei. Ich nahm einen Schluck. Gamer sagten, dass sie sich in Spielen ihre Träume erfüllen könnten, die in der realen Welt unerreichbar wären. Sie konnten Geschlecht und Aussehen wählen, Abenteuer erleben. Laut Kritikern führte dieser Eskapismus aber zu einer Verweichlichung. Nur das Realium erfordert echten Einsatz. Andererseits konnte man online gutes Geld verdienen, musste dafür aber auch hart arbeiten. Oh, ja... Ich will jetzt nicht eins von beiden bevorzugen. Es kommt halt drauf an, in welcher Situation. Ehrlich gesagt. Oder für mit welchem Zweck. Sinneswelten waren Welten für sich. Es gab dort so viele Charaktere, Storys und Nuancen. Kaum überraschend, dass einige Leute dort lebten. Dinge in Spielen zu erleben, war nicht anders, als sie im Realium zu erleben. Es war nur eine andere, interessantere Ebene der Wirklichkeit. Es war Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Huch! Ich bekam eine Textnachricht von Ken. Hallo! Keine Ahnung, warum du dein Hyperphone ausgeschaltet hast. Liebst du hinterm Mond? Ich sah aus. Lass uns heute Abend in Yetis Coming treffen. Die Bar ist tief. Sehr tief auf dem Dach von Undercity. Ich werde dort auf dich warten. Ich habe etwas Interessantes entdeckt, aber du bist nicht da, also bringt es nichts, jetzt darüber zu reden. Wir sehen uns. Mein Hyperphone sei ausgeschaltet gewesen. Er hätte mich per Telegespür kontaktieren können, aber stattdessen einen Text geschickt. Seltsam. Ken, was da los? I went back up that alley that I mentioned where I saw the shady person moving and, you know, I got to the point where they'd stopped and started doing some fishing around afterwards, and I found a data vault. Ellie said that I'm being followed, okay? I'm in over my head. Just meet me at the usual spot, okay? You know, the bar, there should be a skin with three limbs to them, and, like, you know, when I see you, I'll tell you what I found when you... Just hurry, please. Wer war das? Have you ever felt vulnerable while gaming on your couch? Try Game Buddies. Hire a bodyguard to take care of your apartment while you're gaming. No risk of getting robbed or sabotaged. Your safe gaming is our top priority. So habe ich Werbung auf dem Anrufbeantworter. Gott. Ja, wie viel denn noch? Sorry, where were we? Duncan, get your finger out of the cat's ass! Dinner,
Lieutenant! Sheriff, get off! Chicago, everyone over 30. All right, Nate. Let me take care of this. Hopefully, you don't build over here. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist gerade. Ist auch leider sehr leise. Deshalb, ich habe kaum, also ich habe nicht besonders viel verstanden. Witam. Chciałem zamówić te trzy kontenery Master. Nie mają znaczenia, czy drzwi będą miały filtr, czy nie. Muszę tego wyglądać na Master. To jest po prostu złota żyła. Ich glaube, das ist polnisch. To jest spełnienie marzeń. Ludzie są głupi. Jak można nie zauważyć, że to jest czyste biotechnologia? Przecież takie rzeczy nie mogą gdzieś Topić się. Bliss. Nichts. Fernsehen schon wieder. Immer das Gleiche. Mein Name ist Gina Gord und das sind die Nachrichten. Skandal in Nanettes Stiftung. Die Gründerin der Organisation Nanette, die steht im Verdacht, Kinder zur Zwangsarbeit eingesetzt zu haben. Nein, so war das nicht. Diese ungeheuerliche Tat wurde unter dem Deckmantel von Nanettes Gärten begangen, einem Sozialprogramm für von Armut betroffene Kinder. Das Programm sollte Kindern eine Kombination aus Bildungsangeboten und Spaß bieten, im Virtualium Harvest Time. In Wirklichkeit wurden sie zu harter Farmarbeit und der Erspielung von Items gezwungen, die später auf EGAH-Auktionen verkauft wurden. Dies war Warsaw City News, ihre Quelle für aktuelle nationale und internationale Nachrichten. Rund um die Uhr. Aber die haben doch den Kid verhaftet. Wieso ist Nanette im Verdacht? Was soll das? Post. Oh! Wir haben Post. Sir, sollte Ihr Interesse mehr als reine Höflichkeit gewesen sein? Ich hörte auf zu lesen. Meine höfliche Antwort war nach dem Motto, die Pflicht ruft, wenig Zeit und ich wünschte ihm alles Gute. Alles klar. Als Mitglied unserer Gilde hast du dich für unsere Newsletter angemeldet. Aus diesem Grund... Und ab in den Spam-Ordner damit. Mein Leben wurde völlig auf den Kopf gestellt. Ich kann meiner Frau nicht mehr in die Augen sehen. Wir werden uns wahrscheinlich trennen. Nein. Ich bereue es, dich jemals kennengelernt zu haben. Wie könnt ihr Gamedex überhaupt ruhig schlafen? Oh, Bob, ja, tut mir leid. Ich habe das halt zu spät erfahren, dass das ihre Arbeit war. Ich möchte mich erneut für die Hilfe in Sachen Stiftung bedanken. Ich werde alles tun, um den Schaden zu beheben. Meinte sie das ernst? Ich schrieb ihr ein paar aufmunternde Zeilen. Hoffentlich würde ich das nicht bereuen. Okay, das mit Bob, das macht mich ein bisschen betroffen jetzt. Ja, ich denke, wir können gehen.